Willkommen hier wieder zurück zu Super Mario Maker 2, One Level Per Day, Bowser's Horror Castle 2 von Billy. Have fun! Okay, keiner hat's geschafft, 32 Versuche gab es von drei Leuten, klassisch themenbezogen Super Mario World, Super Mario 3D World. Ja. Kommt, legen wir einfach los, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video. Was haben wir denn? Okay, machen wir so. Hab ich ein Glück. Und tschüss. Ich hasse ihn. Zum, 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 Bienchen zum Herum. Der war fies. Oh no. Okay. Summ, 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 das Bienchen summt herum. Der. Wow. Das war mehr als knapp. Okay. Schnell durch da. Ja, ich bin kein Fan davon. Komme ich da nicht lang? Yes! Gut. Drecksding. Okay. Da konnte ich jetzt bisher perfekt ausweichen. Hui. Echt heikel, ne? Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Hui. Wow, yeah, yeah, yeah. Ey, frag mich jetzt nicht, wie ich das mache. Warum kriege ich hier keinen Checkpoint? Hundertprozentig im Bowser. Ne, ne Bam Bam. Oh. Wow. Wow. Okay. Ah. Yes. 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 Durch da. Hätte ich zwar gerne. Okay. Nächster Checkpoint. Ist jemand wach? Da ist jemand ganz doll wach. Okay, und dabei gleichzeitig noch einen Bowser bekämpfen. So, na, super. Ja, ich hätte gerne. Danke.
Der Bosskampf ist echt nicht gerade so ohne. Okay, wir wissen jetzt, rechts ist Kätzchen. Nein, rechts ist nicht Kätzchen, okay. Dann bleibe ich bei der klassischen Variante. Machen wir so. Ist, glaube ich, die schnellere Variante. Und die sicherste. So passierte mir nichts und ich konnte in Ruhe alles erledigen. Könnt mir den Weltrekord klauen, aber nicht den First. Yes. Eigentlich an sich ein gut durchdachtes Level, nur ist der letzte Bosskampf, das war der, wo ich mir dachte, so, der passt jetzt überhaupt nicht. Ja. Aber gutes Level, insofern gebe ich da jetzt wirklich gerne ein Herz. Das hat mir Spaß gemacht. Doch wir gucken jetzt mal ganz kurz, was mir jetzt am letzten Bosskampf nicht gefallen hat. Und zwar im Detail. So, da sind wir im Detail. Und ja, wie gesagt, hier, das war alles vollkommen in Ordnung. Selbst wenn einige Sprünge, und das halt sehr schwer immer zu sehen ist, aufgrund des Hintergrunds und so weiter. Aber du hast das Beste draus gemacht. Kommen wir zum Bosskampf. Du hast erstmal bam, 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 pam, pam. Da war's. So. Ja, hier hast du das mit diesen Bewegungen gemacht. Fand ich gut, hat mir Spaß gemacht, richtig schön umgesetzt. Ich fand es kreativ. Insofern alles in Ordnung, hat auch was damit zu tun mit Bewegung. Ja, hier schlussendlich, sit down, relax, stell dich einfach hier in diese Ecke, genau hier hin. Ja, und baller auf Bowser. Weiche aus und dann hat sich das. Und solltest du dann vielleicht doch mal deine Feuerblume verlieren, dann hast du hier natürlich noch die anderen Möglichkeiten. Ne? Aber es ist halt komplett so. Fromp, 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 fromp. Also Steinblöcke, 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 Steinblöcke. Du hast halt so ein gewisses Thema. Und dann auf einmal weißt du mit dem letzten Bosskampf vom Thema so ein bisschen ab. Also da hätte ich mir dann auch so ein bisschen was in der Richtung, ich sag jetzt mal, vorgestellt wie dieser Kampf hier. Nur halt ein bisschen anders vielleicht, ne? Ich meine nur, das ist, Miausa, da hätte man bestimmt irgendwo was irgendwie machen können. Ich müsste es jetzt selber austesten, aber du hast hier rein theoretisch, wenn man das mal so nimmt, das jetzt mal davon abgesehen, das müsste, glaube ich, dann hier, genau, dahinter der Block sein, der da, hättest du vielleicht das hier irgendwo hinpacken können, das kleine bisschen, das wäre, glaube ich, halb so schlimm gewesen, und hättest dann hier so eine riesengroße Fläche für den Miausa gehabt, in Kombination damit. Kann sein, dass es da Limitationen gibt, auch möglich. Ja, das möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber wie gesagt, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber das wäre so das, wo ich gesagt hätte, boah, mwah. Ja, das wäre ein Genuss gewesen. Also so war es auch schon schön, aber ja, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.